Fakten seriös präsentiert. Hoch die Hände, Wochenende. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Folge 386. Es Hallo. Ist schweinewarm. Es sind alle da bis auf Sebastian. Und es ist viel Hallo passiert Sepp. In letzter Zeit. Aber vor allen Kann Dingen so habe ich eine Ankündigung gehört, die wichtiger ist als alle anderen. Oh, geht's, und geht's, die geht's los. Kommt von Jonathan William Moritz Apelt. Oh ja, jetzt komm. Was kündige ich an? Ja, du wolltest doch hier jetzt wolltest unbedingt irgendwas loslassen. Ach so, wir Diablo ranten. Okay. Aber wir gehen direkt full on rein, Leute. Okay. Also es gibt ein paar Sachen. Ich habe es ja letzte Woche, da war ich glaube ich bei, da habe ich auf jeden Fall noch immer keine Probleme gesehen oder sowas. Aber ich muss sagen, mittlerweile, Late Game, Endgame ist sehr repetitiv. Und Blizzard. Welches Level bist du jetzt? 92 und ich habe mit dem Barbaren aufgehört, habe mit dem Druiden angefangen hochzuziehen. Und du bist Level 92, ja? Ja. Aber nicht mit dem Druiden. Nein, natürlich nicht. Mit dem Barbaren. Und jetzt geht der Rant. Okay, ich bin gespannt. Was kann man bei einem Spiel, wo du so viel Stunden... Was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Blizzard patcht das Spiel kaputt. Ja, du musst da auch ein bisschen Blizzard zu erklären. Macht nur also, Quatsch. Also um ja, leveln, genau. Ich bin aktuell, befinde ich mich genau in dieser Phase, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Du hast ja unterschiedliche Tierstufen in diesen Welten und aktuell spiele ich auf Tier 3, somit ungefähr Level, sagen wir mal, 50 bis 60. Und ab je höher 70, die Stufe, desto schwerer wird alles und desto mehr Sachen bekommst du. Tier 4 beginnt ungefähr ab Stufe 70 und um dahin zu kommen, musst du halt leveln. Und generell, um in diesem Spiel weiterzukommen, musst du halt leveln. Und das Leveln gestaltet sich, wenn ich das richtig verstanden habe, daraus diverse Dungeons rauf und runter zu rennen. Und da gibt es natürlich Dungeons, die sich besser dafür eignen als andere. Und Blizzard hat dann gesehen, Moment, da kann ja so nicht sein, dass manche Dungeons besser sind als andere, deswegen sind die nicht hingegangen und haben die schlechteren besser gemacht, sondern umgekehrt haben die besseren schlechter gepatcht. Seit Diablo 3 Vanilla nenne ich das jetzt einfach, weil das, ne, also bevor Diablo nicht Lord of Destruction, Reaper of Souls rauskam und so weiter, wichtigste Sache ist, wir brauchen Density. Density ist die Ich weiß gar nicht, was die Übersetzung von Density ist, ehrlich gesagt. Aber das ist Dichtigkeit. Die Dichte von Mobs. Ja. Und wie ist das? Die Mobdichte war halt in so 2-3 Dungeons sehr gut. Da hat das richtig Spaß gemacht, da durchzuschnetzeln. Aber anstatt, wie Christian hat sagte, die Density hochzustellen in den anderen Dungeons oder Nightmare Dungeons zu pushen, indem man da mehr Erfahrung kriegt, nerft man die coolen Dungeons, die Spaß machen. Weil du halt da richtig geil durchsplashen kannst. So, das ist super dumm. Und das hat man in Diablo 3 schon gelernt, dass man mehr Density will. Bei Reaper of Souls kamen die Rifts und Greater Rifts dazu. Das war so geil, weil da immer richtig viel Truppen war, richtig abgegangen ist, richtig Party war. Und jetzt machen sie wieder Scheiße. Verstehe es nicht. War das denn auch darauf ausgelegt? Also, weil, wenn du mal überlegst, bei, weiß ich nicht, Diablo 2, also bei dem Remastered war es ja zum Beispiel viel weniger Geschnetzel als bei 3. Bei 3 war viel mehr los, kam einem auch sehr viel schneller dadurch vor. Haben die das denn auch so vor? Was? Ja, dass die Dichte so hoch ist. Ja, alles andere wäre halt dumm, weil das wollen die Leute. Warum macht man das halt schlecht? Das ist nicht WWE, ja. Das ist Blizzard. Das ist für die Entwickler. Ja. Also, keine Ahnung. Ich verstehe es halt einfach nicht. Also, ich kann ja, also keine Ahnung, die Game Design oder die Entwicklerentscheidungen, die da tragen, seitdem die patchen, finde ich halt sehr schwierig. Muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung, du kannst ja meinetwegen, ich verstehe, wenn man halt vielleicht will, dass du nicht schnell levelst, dann machst du das einfach so, dass du die Erfahrung generell bei Elite-Mobs runtersetzt oder sowas. Keine Ahnung. Aber trotzdem, dass du halt eine Menge hast, damit das halt Spaß macht. Wenn du da halt nur noch deine 10 Mobs da hast in einem Dungeon, jetzt mal ganz überspitzt ausgedrückt, dann ist das doch auch nicht geil. Dann hast du keine Geschwindigkeit, du hast super viele, du hast Stats, wenn du Elite killst, kriegst du irgendwie 10 Sekunden oder 4 Sekunden lang Speed oder sowas. Das fühlt sich halt alles geil an. Tut es aber nicht, wenn du keine Gegner hast, um überhaupt Speed zu kriegen. Also ich kann es schon verstehen. Also selbst wenn du hingehst und sagst, du hast halt weniger Gegner, dadurch kriegst du halt ein bisschen mehr vom Dungeon auch mit. Ja, tut mir leid, aber bei Dungeon Nummer 53, den du dann läufst, ist das dann auch egal. Also das ist dann, finde ich, merkt man halt schon in manchen Dungeons, wenn du dann so 3 Gegner hast und dann musst du wieder 5 bis 10 Sekunden erstmal irgendwo hinlaufen. Das ist dann schon irgendwie nicht geil, ja.
Ja, und dann hast du, also ich gehe halt davon stark aus, dass es halt deutlich angepasst wird mit der Season. Aber gerade ist halt auf jeden Fall, bin ich froh, wenn Final Fantasy nächste Woche erscheint. Dann habe ich erstmal kurz Pause von Diablo. Das fuckt mich echt ein bisschen hart ab. Okay, krass. Ja, weil die Season halt, ja, das ist halt, das macht halt nicht so viel Spaß. Ja, ja. Also ich werde Diablo weiterhin durchspielen als einziges Spiel. Ich habe die Demo von Final Fantasy 16 gespielt. Aha. Und ich war vorher da so, ja, mal gucken. Ne? Also, keine Ahnung, Final Fantasy 15, das letzte Final Fantasy, was mir richtig Spaß gemacht hat, war Final Fantasy 9. Ja, deswegen 10 hat dir auch nicht Spaß gemacht? Nee, 10, ich hatte keine PlayStation 2. Also deswegen habe ich das nie gespielt, als es rauskam, und später dann war das halt so alt, dass ich da halt logischerweise keine Verbindung zu habe. Ja, okay, das kann ich verstehen. Hoffentlich, ich wünsche es dir, dass das irgendwann mal richtig geil nochmal geremaked wird. Ja. Und deswegen war meine Haltung gegenüber Final Fantasy 16, so die Trailer, die waren dann auch alle so, okay, mega übertriebenes Kampfsystem, spiele ich Bayonetta oder Final Fantasy? Also ist ja auch von dem Dude, der Devil May Cry macht, dieses Kampfsystem. Hat mich dann natürlich dann gar nicht mehr an die alten rundenbasierten Kämpfe erinnert. Davon ist Final Fantasy ja auch schon lange weg. Und dann habe ich die Demo gespielt. Und nachdem ich die Demo beendet habe, ist das eines der Spiele, auf die ich, glaube ich, am meisten gehypt bin dieses ganze Jahr, muss ich sagen. Ja, nice. Final Fantasy. Endlich machen sie es mal. Ja, Final Fantasy. Damn it. Das ist ja genau das Problem. So, das Kampfsystem war immer der Übergang von rundenbasiert zu Action war ja irgendwann nur so halbe. Also du hast so halb rundenbasiert, also nicht rundenbasiert, du hast da halb taktisch und halb Action gehabt. Und das, finde ich, hat halt bei Final Fantasy 7.1 für mich überhaupt nicht funktioniert. Also das mochte ich überhaupt nicht. Bei 15, naja, wenn es jetzt halt in die eine Richtung richtig geil ist, so mega cool. Ja, also ich habe jetzt, die Demo ist quasi der Anfang von dem Spiel. Ja, genau, deswegen habe ich das absichtlich nicht gespielt. Aber für dich vielleicht ist das halt super wichtig. Also es wird auch übernommen, oder? Ja, also der Progress wird übernommen, also man startet das Spiel quasi einfach ein bisschen früher als der Rest so. Okay, dann ist das vielleicht dann doch nochmal relevant. Du wirst doch dann irgendwann an den Punkt kommen, wo dann steht so, yo, jetzt warten wir bis nächsten Mittwoch. Ja. Den habe ich ja, den reißt du, also die Demo ist überraschend lange. Über zwei Stunden habe ich daran gespielt. Geil. Ja, geil. Danke, Peter. Dann werde ich mir die auch jetzt reinziehen. Das wusste ich nicht. Ich dachte halt, man müsste das jetzt nochmal spielen. Also das Kampfsystem habe ich deswegen aber natürlich noch nicht in seiner vollen Größe gecheckt, weil du bist am Anfang des Spiels. Du hast natürlich dementsprechend noch nicht so viele Sachen, wie du später haben wirst. Es gibt einen Teil der Demo, wo du dann, wenn du die einmal durchgespielt hast, wird der freigeschaltet, wo du dann quasi in einem späteren Dungeon einfach bist und einfach ganz viele Fähigkeiten hast und dich ausprobieren kannst. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Was mich geflasht hat, ist die Erzählung und die Geschichte. Was cool. Mich total überrascht bei einem Final Fantasy, aber das ist halt auch genau mein Setting. Es ist so Dark Fantasy. Es geht so Richtung Witcher, von dem Feeling her meine ich jetzt, von der Atmosphäre. Game of Thrones Style. Du hast eine fiktive Welt, wo halt so Königreiche kämpfen. Und wo alles sehr down to earth ist, auf so eine gewisse Art und Weise, wenn man das mit anderen Final Fantasies vergleicht. Also, die machen halt nicht diese typischen Anime-Aussprüche so, oder so total over. Du meinst so wie Solid Snake. Ja, genau, richtig. Ja, aber Metal Gear ist ja auch geilste. Spielt das denn in einer neuen Welt? Ja. Okay. Also, das kann ja auch sein. Es gibt ja auch Welten, die halt, wo das halt in derselben Welt, oder Final Fantasy, wo das in derselben Welt spielt. Ja, also ich kannte das alles nicht. 12 oder sowas? Keine Ahnung. Du siehst da, wie Königreiche versuchen, andere zu überlisten, zu intrigieren. Sehr brutal. Habe ich noch nie in einem Final Fantasy gesehen, dass Leute, da werden reihenweise Kehlen durchgeschnitten. Sehr viel Blut. Und hat mich voll abgeholt. Komplett abgeholt. Gibt's da Sex drin? Keine Ahnung. Weißt du so, also weil, wenn man halt so überlegt, weil du gerade sagst, das hat so ein Game of Thrones Setting und Game of Thrones hat ja damals Sex Position ja quasi erfunden. Danke. Also unnötiger Sex, der einfach irgendwo im Bild stattfindet. Und gefühlt ist das so eine Sache, die auf Computerspiele noch nicht so übergeschwappt ist. Ja, das ist ja schade. Nein, das sag ich ja nicht, aber das hätte ja, weil das jetzt so ein Setting ist, hätte das ja sein können. Achso, nee, das wird doch, glaube ich, erstmal nicht passieren, weil Computerspiele ja eigentlich eher niedriges PEGI oder USK anzielen. Also ich habe keinen Sex gesehen. Es ist allerdings schon, Beziehungen sind da und da ist auf jeden Fall bei den Bösewichten, wenn ich das richtig verstehe, in einer Szene, so eine
Da wird die springt auch auf ihn drauf sozusagen und die machen dann Hardcore rum. Aber nicht Sex per se. Also muss ich mal meine PlayStation wieder an den Generator anschließen, oder was? Naja, ich habe gerade gesagt, kein Sex, also von daher. Nee, aber nein, weil das nicht wegen dem Sex, sondern gesagt, dass das Spiel gut ist. Achso, ja. Also ich war komplett weggeflasht, total überrascht positiv. Es ist auch wunderschön. Leider der Performance-Modus erreicht bei der Demo zumindest nicht durchgehend die 60. Das merkt man dann schon. Manchmal hast du deutlich drunter. Aber ich hoffe, dass es im fertigen Spiel besser ist. Mhm. Du spielst es auf der PlayStation. Geht nur. Es gibt ja, wo nur denn sonst? PlayStation. Ey, ich dachte, es wird auch PC sein. Okay, dann habe ich das vielleicht falsch gesehen. Die ist noch nicht. Bin ich halt hart von ausgegangen, weil Final Fantasy 15 meine ich auch direkt auf dem PC oder nicht? Nee, nicht direkt, oder? Ernsthaft? Es ist halt immer ein geiler Release, so, weil Final Fantasy halt schon sehr viel meine Kindheit auch geprägt hat. Ey, ich bin auch sehr gespannt. Okay, der kam erst später raus, 2 Jahre. Im Zweifel gibt es da sonst für Möglichkeiten, auch den Emu später oder zu nehmen. Nee, auf gar keinen Fall. Also wirklich, ich hab so Bock auf Final Fantasy auch. Du merkst auch in Bereichen, dass es ein Final Fantasy schon noch ist. Ne? Du siehst, also Chocobos sind zum Beispiel auch dabei, das sind voll die Killermaschinen mittlerweile. Ja, aber das will man doch auch sehen. Also ich meine, ich spiele ja Final Fantasy auch, weil ich Final Fantasy cool sehen will. Ich finde das richtig cool. Gibt's auch Mogris in Rüstung? Heißt, das sind Killermaschinen, Peter. Ja, die werden halt, also da gibt's halt viele Kriege und die werden halt wie Pferde benutzt in diesen Kriegen. Ja, aber, achso, ja, das hörte sich jetzt so an, als wären Chocobos irgendwie so voll die Monster jetzt, die anfangen, die Leute da aufzufressen oder so. Nee, aber die sind ja, die sind dann so gepanzert und die haben sehr scharfe Dinger und die werden im Krieg dann natürlich auch eingesetzt. Aber was halt in der Story so ein bisschen der Hook ist, dass diese ganzen Menschen und Königreiche so gegeneinander so ein bisschen arbeiten, aber es diese Espen gibt. Das ist dann wie früher die Beschwörung oder so, sowas wie Shiva oder Ifrit und sowas. Mhm. Und die haben einen ganz wesentlichen Anteil in der Story und können von Königreichen benutzt werden, haben aber auch ihre eigenen Intentionen. Weil das so wie so eine, ja, keine Ahnung, das ist wie so eine Atombombenmacht, sag ich jetzt mal. Also die sind jetzt nicht mehr einfach nur noch so ein Vieh wie so ein Pokémon, was du schmeißt, sondern die haben selber auch ja, das ist richtig. Gibt's aber, wo gab's denn das? In Final Fantasy 9 gab's das auch, wo Königreiche mehr oder weniger im Krieg waren und das auch quasi die Beschwörungen als Kriegsatombombe, Maschine, wie auch immer benutzt wurden. Wo gibt's das denn noch? Ja, das bei IL-10 nicht. In dem Fall entstehen die sogar aus Menschen. Also Menschen sind Träger davon und können sich quasi da rein verwandeln. Und du spielst auch in der Demo schon einen Kampf zwischen 2 von diesen Espen. Und die sind so insane geil in Szene gesetzt. Ja, das kotzt du schon immer. Wie ist denn das? Spielst du einen Charakter nur oder spielst du wieder alle? Auch in den Kämpfen nur einen? Das, was man in der Demo gespielt hat, ja, du spielst nur eine Person. Finde ich auch super. Nice. Ja. Gibt nichts Nervigeres, als deinen Kollegen dabei zuzugucken, wie die in die nächste AE-Attacke vom Boss reinlaufen und dann wieder irgendwelche Sachen dagegen unternehmen zu müssen. Ja, sehr geil. Also und die deutsche Fantasy Synchro war nice. Echt? Aber dann sagt auch keiner, Nonni. Habe ich ausprobiert, weil ich mal gucken wollte, ob meine Frau, ob die das interessant findet, wenn ich das am PC, am Wohnzimmer spiele oder nicht. Und sie fand es nicht so cool wie Last of Us, aber viel geiler als Persona. Ja, wer hätte es gedacht? Ja. Hast du das mittlerweile durch? Nee. Ja, guck mal, haben wir schon die erste Frage beantwortet. Die erste Frage heute wäre gewesen, hat Peter auf Persona 5 beendet? Ja, und die Frage wäre auch von Jules gewesen. Also nee, da kam doch jetzt hier, da kam ja erst Zelda und dann kam Diablo. Hast du das denn durch? Nee. Und, nee, erst kam Star Wars, dann kam Zelda, dann kam Diablo. Also. Hast du das durch? Diablo? Ja. Oder hast du die Story durch? Story hast du beendet. Story habe ich durchgespielt. Ich fand das auch mit am coolsten fast, quasi diese Story zu machen in T2 alleine, weil das Gameplay war für mich war jetzt nicht super schwer, aber war eine schöne Herausforderung. Das hat schon Laune gemacht. Wir haben letztens einen Stream gemacht, da sind wir mit Sven und Noah einfach in diese Dungeons reingegangen, um zu farmen und man raste einfach durch, man hatte so einen Dungeon in 30 Sekunden fertig, das, wovon du erzählt hast, Jay.
Und das ist das, was mich gar nicht abgeholt hat. Das fand das ich, so mir so gewohnt. Das wusste ich. Ja. Das fand ich so lame. Aber gut, das ist halt, ich glaube, das ist halt Endgame Diablo. Das ich fragte gerade übrigens jemanden, gibt es eine durchgehende Story? Nee, alle Final Fantasy, also nee, nicht alle, weil du hast ja X2 und so, aber normalerweise ist Final Fantasy immer eine eigene Story. Die sind nicht mal in den gleichen Universen. Ja, das ist ein bisschen weird, weil immer die, also ein paar Sachen sind immer gleich, so du hast immer Chocobos, ja. Du hast immer Jill als Bezahlmittel oder Gil oder wie auch immer. So ich wollte gerade sagen, Jill, wer ist das denn? Ja. Jill Valentine einfach, du bezahlst mit der Arm. Also es ist halt so, keine Ahnung, Final Fantasy ist halt für sich, ne? Das ist ein bisschen weird, aber auch ein bisschen cool. Ja. Habe ich auch auf meine Liste geschrieben. Ich habe übrigens eine Liste, weil ich habe mir in den letzten Wochen ist ein bisschen was passiert. Denn wir hatten einen PlayStation Showcase, das ist schon länger her. Wir hatten ein Summer Games Fest, ein Xbox Showcase, eine PC Gaming Show. Capcom soll wohl, wie ich gehört habe, enttäuschend gewesen sein. Oh. Schade. Aber wobei, die haben ja echt gute Sachen mittlerweile, ne? Capcom macht richtig gute Spiele. Guck dir mal die Wertung an. Also, das ist schon krass. Ubisoft, die Ubi Forward haben wir gesehen. Also, es sind ein paar Games angekündigt worden und. Eins davon, was sehr häufig vorkommt, ist natürlich Starfield. Hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass diese halbe Stunde drüber mich echt auf dieses Spiel freuen lässt. Ich bin eh Freund von diesen ganzen Space Games. Das Einzige, was mich jetzt gerade wieder trübt, ist, dass Phil Spencer danach irgendwie meinte so, ja, das ist das ich Spiel mit, Capcom. Mit den wenigsten mit den wenigsten Bugs irgendwie. Wo ich mir dann denke, stimmt das jetzt oder ist das auch eine Lüge? Das also hat viermal weniger Bugs. Ich weiß noch nicht so ganz, wo man da dabei landen wird. Aber ich habe sehr Bock auf Starfield. Ja, auch. Also, ja, Jade, erstmal du. Nö, du kannst auch gerne weitermachen. Ich bin die Gegenposition. Ja, okay, dann schließe ich mich erstmal Christian an. Ich war Starfield gegenüber sehr, also ich habe gedacht, das wird absoluter Dreck. Aber dann habe ich mir das angeguckt. Und ich glaube, das könnte doch ganz cool werden. Ja, glaube ich auch. Der Weltraum fand ich sah noch ein bisschen leer aus, so was man da so machen kann, so gefühlt. Also damit meine ich diesen Raum, also wirklich der Weltraum, nicht die Station, weil gefühlt ist das wirklich nur so ein Raum gewesen von dem Spiel, vom Gameplay, was man gesehen hat, wo man von A nach B reist. Aber mit dem nicht so richtig viel passiert ist, zumindest bisher. Und da bin ich gespannt, wie sie das noch füllen werden, weil sonst ist halt ein bisschen öde. Sie schaffen auf jeden Fall auch nur 30 FPS auf der Xbox, was ich auch schon so, wo ich mir dachte, okay. Ja, Xbox, Schmixbox. Ja, auch auf der X, ne? Die ist ja eigentlich recht powerful so. Ja. PC it is. Ja, das heißt, ja, da werden die Anforderungen aber relativ hoch sein. Ja, alleine schon PC, Peter, wegen Add-ons. Also ja, wegen Mods, hundertprozentig. Ja, das Ding wird man da natürlich. Also ich erwarte, dass das technisch auch, weil der kann da erzählen, was da will, der Todd. Ich glaube, das wird technisch nicht so gut werden. Nee. Das und ist dann doch, erwarte also, ich, dass ja, die Community haben, das fixt. Also nur zum Verständnis, vielleicht kann der Chat mir da auch helfen, die Engine ist angepasst worden. Das ist ja keine ganz neue. Die haben ja immer noch, das sind ja immer noch die Leute mit gläsernem Blick. Mhm, toter Blick. Also das und gab das schon man, in Yu-Gi-Oh! Dass man da dann auch sagt, komm Leute, da können wir jetzt auch nicht viel dran machen. In dem Spiel, wo du wahrscheinlich stundenlang mit Leuten labern wirst, weiß ich nicht. Aber naja. Ja, da hätte man nochmal so einen Ticken draufdrücken können, dann war auf die Animation. Okay, ja. fang ich an. Jetzt kommt Jay. Ja, also, ich finde, das ist halt, ich war auch begeistert, eigentlich war ich begeistert von der Präsentation, so, das ist halt mega geil, was die sich halt überlegt haben. So, keine Ahnung, du sagst ja, du kannst dann da zu dem Mond fliegen, den du da siehst und was weiß ich, also das sah halt schon ganz cool aus. Ich glaube aber, dass sie sich komplett übernehmen und übernommen haben und das, also alles andere würde mich halt hart wundern, als dass das dann komplett so No Man's Sky 2.0 wird. Es gab irgendwie so einen bergigen Eisplaneten oder so, der sah komplett leer aus. Fand ich langweilig, also hat mich direkt an No Man's Sky erinnert. Und die Sache ist, die Hauptstory
ist bei allen Bethesda-Spielen, sowas wie Skyrim, also Elder Scrolls oder Fallout, finde ich immer relativ irrelevant und ich verlaufe mich da super schnell in der Welt und ich glaube, das wird halt noch mehr bei Starfield passieren. Vielleicht ist das einfach nur nicht ein Spiel für mich letztendlich. Ich habe aber auch Angst, dass das sehr viele Schwächen hat. Wie gesagt, leere Planeten oder zu viel Gefarme oder keine Ahnung. Dann halt dann doch eine komplett seichte Story, die halt irgendwie komplett irrelevant ist. Da gibt es so viele Sachen, die halt mir echt Angst machen, da das kein gutes Spiel wird. Deswegen will ich mich da auf gar keinen Fall hypen lassen. Ja, dann ist das wahrscheinlich einfach wirklich nichts für dich, weil gerade dieses Weg von der Hauptstory hat ja Fallout und Skyrim so gut gemacht. Was hat es gut gemacht? Schon, hab ich die Hauptstory, dass du die nicht verfolgt hast. Also, dass die völlig egal war. Wer hat denn die Hauptstory beendet? Also, das hat ja keine Sau gemacht. Gerade weil du dich überall verloren hast. Nee, das stimmt, aber das hält halt einen trotzdem noch, wenn das eine spannendere Story ist, hält das ja einen noch ein bisschen mehr bei der Stange. Ist doch auch geil. Aber ja, das ist nicht der Hauptpunkt, wo ich sagen würde, das ist nicht so geil. Das war bei Bethesda Games, glaube ich, bei welchem Bethesda Game habe ich die Hauptstory auf jeden Fall durchspielen wollen? Keinen. Also bei mir bei keinem. Wieder. Also, so bei Fallout 4 hast du ja dieses, keine Ahnung, worum geht's da? Bei Fallout 3 geht's darum, da suchst du deinen Vater und bei 4 suchst du dort deinen Sohn. Ja, genau. Ihr seid da auf dem Hype-Train. Also, pass auf. Also, storytechnisch auf jeden Fall, weil, wie gesagt, Hauptstory ist mir egal, die Nebengeschichten. Ich finde es halt wichtig, sowas wie in Skyrim war mal geil, dass die da auch was länger sind. Du hast nicht wie in Diablo eine Nebenquest, wo dir einfach einer sagt, oh, komm mal dahin mit und dann clearen wir deinen Dungeon und dann ist die Quest fertig, sondern du hattest, keine Ahnung, die Diebesgilde oder so, die Bruderschaft oder sowas. Und sowas fand ich cool. Genau, also für mich ist das auch so ein Ding und davon haben sie halt noch nicht viel gezeigt, deswegen habe ich auch schon in dem Stream gesagt, damit steht und fällt für mich das ganze Spiel. Ja. Die Hauptstory ist mir egal, die ganzen Zeitsachen, die müssen geil sein. Wenn ich da und also so Side-Nebenquests. Ach so, Side. Ja, wie Gilden zum Beispiel oder wenn du Roleplayen kannst, wie bei Fallout New Vegas. Wenn du halt wirklich, okay, ich bin jetzt hier, ich kann jetzt hier wirklich ganz viele geile Sachen machen, und erlebe dabei coole Geschichten. Egal, was die Hauptstory ist, sondern die Nebenquests und Charaktere müssen cool sein. Und die Figuren, die mit auf deinem Schiff sind, mit denen du dich anfreundest, mit denen du Romanzen eingehen kannst, die dein Team sind sozusagen, die müssen gut geschrieben sein. Das ist kein Mass Effect, Peter. Das ist ein Bethesda-Spiel. Ja, aber die haben gesagt, das sind also die Leute, die auf deinem Schiff, mit denen hast du auch Quests und die kannst du auch romancen. Ja. Tut mir leid, da bin ich halt echt, dass ich da so negativ, ich habe einfach nur Angst, mich überhypen zu lassen und deswegen bin ich da halt so negativ eingestellt. Ich finde das Setting halt auch mega geil, ich finde die Ideen alle mega geil, die haben, aber ich glaube einfach nicht, dass das Bethesda hinkriegen wird. Ja, das ist ja ein Unterschied, also trau ich denen nicht zu leider. Reden und zu sagen, ich freue mich auf das Spiel, also. Na doch, ihr seid ja schon positiv und hört euch gehypt an schon ein bisschen, ja, finde ich. Ja, bin ich auch. Ja, aber ich werde mich jetzt nicht irgendwo hinstellen und sagen, boah, morgen kommt das Spiel raus, deswegen stelle ich mich hier schon mal in der Schlange an oder so. Wenn das halt schlecht wird, ja, pfff. Weißt du, also pass auf, deswegen, ich habe immer eine Liste gemacht von all den PKs, die ratter ich jetzt mal durch, auf die Spiele, auf die ich mich freue. Da haben wir Fable, Star Wars Outlaws, Starfield, Forza Motorsport, Senua's Saga, City Skylines 2, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Alan Wake 2, Final Fantasy, Dragon's Dogma 2, Mortal Kombat, Arizona Sunshine, Immortals of Avium, X-Defiant und Payday 3. Und da waren kleinere Spiele, habe ich noch nicht mal aufgezählt. Da ist so viel bei, da fällst du einfach durch. Das ist insane, was dieses Jahr alles rauskommt. Also da waren auch Sachen bei, die kommen dieses Jahr. Fable zum Beispiel fand ich echt schade, die haben noch nicht mal einen Zeitraum angegeben. Das macht ja jetzt auch Playground Games. Das sind die eigentlich die Forza Horizon Spiele gemacht haben. Aber die haben sich auch neue Entwickler geholt. Dieses Jahr kommt auch noch einiges davon, von dieser Liste tatsächlich. Assassin's Creed, nee, also das ist halt was Persönliches, Chat. Ich bin in dem Assassin's Creed, in dem Old Stuff nicht drin. Sah aber gut aus. Ich wollte noch eine Sache zu dem Starfield sagen, dass mich überrascht hat, wie gut das Ego-Shooter-Gameplay aussah. Weil ich fand, das hat sich
Das sah wirklich gut aus. Und da war mir zu wenig Gewalt. Keine zerplatzenden Körper. Nein. Aber allein schon beim Wettsystem, da haben wir auch, glaube ich, im Stream drüber gesprochen, hattest du ja immer die Möglichkeit, also das gibt's ja eh nicht, vielleicht ja per Mod, aber du hast immer welche Körperteile abgeschossen und dementsprechend hat ja dann auch die andere Figur darauf reagiert. Oder du konntest halt, weiß nicht, wenn die Waffe in der rechten Hand hat, dass die rechte Hand weggeschossen, keine Waffe mehr. Mhm. Das geht nicht. Ja, aber sonst sah es sehr cool aus, Peter, stimmt. Da stimme ich dir zu. Es war jetzt so ein schnelles Gameplay, wo ich mir dachte, ey, wenn das vom Schießen gut ist und die Nebenquests cool sind, kann es cool werden. Ich verstehe aber auch Jay, wenn er sagt, ich traue denen das nicht zu. Ich finde, Bethesda hat auch nicht wirklich Vorschusslorbeeren noch. Genau. Fallout 4, Fallout 67 oder 76. Gut, Skyrim war das letzte geile Spiel. Was Deathloop in der Art und Weise. Schlecht, oder? Deathloop ist ja nicht von denen, also nicht per se von denen. Was in der Art und Weise, was die Bethesda-Formel beinhaltet. Und Skyrim ist von 2010. Ja, Chat, Fallout 4 war erst später gut. Das war am Anfang tatsächlich auch sehr verbuggt. Also, da bin ich tatsächlich auch als Fallout-Fan bei Jay. Fallout 3 war absolut super. Ja, war auch unspielbar. Unspielbar? Na, bei Jay, ich glaube, Skyrim war das letzte Todd Howard-Game, was ich richtig nice fand. Deswegen, ich tatsächlich sehr, sehr gerne eines Besseren belehrt. Das wäre super nice. Wenn rauskommt, ist es mega geil, das Spiel. Dann freue ich mich, dann bin ich auch richtig into it. Ich finde das Setting mega geil. Ich finde die Ideen auch mega geil, die haben. Ja. Also die Creation Engine ist wohl die Creation Engine 2. Und Starfield ist jetzt das erste Spiel, was die nutzt. Und ich frage mich da, Leute, was habt ihr mit den, warum sind die Augen immer noch so crazy? Ich hoffe, dass sie einem gefallen wird, denn das wird dieselbe Engine wahrscheinlich auch wieder etwas aufgebessert für Elder Scrolls 6. Dafür haben die gemacht. Das habe ich zumindest gerade Wikipedia entnommen. Ich fand aber das schönere Weltraumspiel mit der Immersion vor allem ist Star Wars Outlaws. Ja. Alleine, dass du auch dieser Ladebildschirm, wo du halt quasi nur startest in den Hyperraum oder sowas, dass das einfach ein Ladebildschirm ist, aber die Immersion ist halt viel geiler als einen Planeten wie ein Starfield auszuwählen. Star Wars ist für mich das beste Spiel von der ganzen Ubi Forward gewesen, deswegen war es für Ubisoft aus meiner Sicht schade, dass das schon woanders gezeigt wurde. Aber da freue ich mich genauso drauf und bin sehr froh, dass es erst nächstes Jahr erscheint. Ja. Ich habe auch bei Ubisoft habe ich auch das Gefühl, dass da auch ganz gute Spiele dieses Mal rauskommen könnten. Ich hoffe es zumindest. Würde ich denen wünschen. Weil, die letzten Jahre waren, glaube ich, nicht die besten. Aus Ubisoft-Sicht. Oder für Ubisoft. Kann man so sagen. Also. Deswegen bin ich tatsächlich bei Ubisoft fast doch kritischer, muss ich sagen. Also, das sah alles cool aus. Auch das Avatar-Game fand ich sah ganz cool aus. War ja quasi Far Cry. Ja. Aber ich weiß es noch nicht. Da bin ich eher so. Bei Avatar bin ich die J-Position von Starfield tatsächlich. Also, das sah für mich irgendwie strange aus. Bin sehr gespannt. Das wird halt einfach ein. Also, entweder wird halt einfach ein Far Cry nur mit einem anderen Gewand. Ja, und halt, die haben halt einfach verschenkt, die Unterwasserwelt zu nutzen. Tut mir einfach leid. Da war Christian die ganze Zeit schon so sauer. Ich habe Film gesehen und ich freue mich halt immer über Unterwasserwelten bis zum geht nicht mehr und habe Teil 2 gesehen, habe ihn geliebt und jetzt kommen die an und Avatar-Game und ja, nee, leider nicht so ganz. Na, schade. Was also hattest du denn da noch auf deiner Liste, Christian? Das war so schnell, wie du es vorgelesen hast. Von den großen, ja, wie gesagt, Fable, neues Studio. Bis auf den Trailer haben wir nichts gesehen. Da haben wir ja nichts von gesehen. Auch keinen Zeitraum, wann es rauskommt. Gut, Senua. Was ist denn das? Senua's Sacrifice war der erste Teil. Ja, da war der Trailer, muss ich aber leider auch sagen, etwas schwierig. Das war das, wo die Senua die ganze Zeit da mit ihrem Spiegelbild und wo du die Stimmen gehört hast und dann hast so eine Träne vergossen. Genau. Fand ich den ersten Teil aber ziemlich cool. City Skylines 2 fand ich sehr gut aus. Das sah mega gut aus. Da bin ich auch into it. Da hätte ich mal wieder Bock drauf auf so ein Aufbauspiel mit Städten. Ja. Nice. Auch Park Beyond, was wir jetzt irgendwie letztens irgendwie hatten. Bram hat das gestreamt. Oder was hast du dazu, Stuhl?
Ah, okay. der hatte das gestreamt, das sah sehr cool aus. Also so ein paar Aufbauspiele wären wieder ganz schön. Dann weiß ich noch, wie wir bei der Moment, wie wir bei Metal Gear Solid Trailer gecheckt haben, Alter. So, hä, was ist denn das für eine Figur? Da ist ein Mensch. Und dann war es halt so ein einfach Snake. Da habe ich sogar einen TikTok rausgemacht, weil ich den Moment so cool fand. Mhm. Ich beschäftige mich gerade mit Emulation, weil ich die Metal Gear Teile wieder spielen will. Die haben zwar so eine Kollektion angekündigt, aber ich habe einfach so Bock darauf. Es gab so eine Kollektion, die hatte ich ja gespielt von der PlayStation 3. Ja, die habe ich auch gespielt. Aber da war zum Beispiel der erste Teil gar nicht bei. Was es aber gibt, ist vom ersten Teil ja der Gamecube-Teil, The Twin Snakes. Den habe ich zum Beispiel noch nie gespielt. Das ist der erste Teil nochmal mit erweiterten Cutscenes und so. Also dem ersten Teil wäre für mich mal so der erste Punkt, zu gucken, wo das gibt bei GOG. Bei GOG gibt es auf jeden Fall nicht alle. Aber kann sein, dass es den ersten Teil da gibt. Aber ich wollte mal die neuen Zwischensequenzen erleben, deswegen habe ich eher nach der Gamecube-Variante geguckt. Mhm. Ja, Horror ein bisschen, ne? Alan Wake 2 sieht sehr interessant aus. Ich hoffe, ich check das Spiel, weil ich halt Teil 1 nicht gespielt habe. Hatte ich auch, glaube ich, im Nachhinein gesagt, muss ich halt mit Resident Evil trotzdem messen. Das wird hart. Ist wahrscheinlich ein ganz anderes Spiel, ne? Ich glaube auch, weil. Aber es ist für mich trotzdem Horror-Shooter. Ja, aber Resident Evil halt ist halt mittlerweile sind, fast schon primär Shooter. Wobei, wenn ich an Resident Evil denke, denke ich als erstes immer an diese, an Items finden und irgendwo anders wieder einsetzen. Das ist das, was ich mit Resident Evil verbinde. Naja, und du schießt halt sehr viel bei Resident Evil, ne? Also das ist ja, die sind ja etwas actionless, was ich gut finde. Also 8 und 7 fand ich richtig geil. 6 habe ich nie gespielt, 5 war so, deswegen, und jetzt auch die, ja, weiß nicht, ob man bei Alan Wake halt ein bisschen weniger Action hat. Ja, gut. Aber wenn er halt trotzdem gut inszeniert ist, dann ist das ja nice. Dann stimmt das ja auch nicht. Wenn man die Wahl hat und sagt, ey, ich habe jetzt hier meine 70 Tacken, hole ich jetzt Alan Wake oder hole ich Resident Evil 4 Remake? Klar, die Frage kann man natürlich stellen. Bei dem einen wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass fucking awesome war. Ja. Dann habe ich natürlich Dragon's Dogma 2. Der erste Teil war absolut geil. Das ist so nice. Christians Liebe dazu. Ja, du hattest halt, du hast, keine Ahnung, die Monster waren halt riesig und du musstest dann halt auch teilweise auf die draufklettern und denen irgendwie den Schwanz abschlagen, so einer Chimäre oder was weiß ich. Also das hat echt Spaß gemacht. Mortal Kombat kommt, glaube ich, im Oktober raus. Kombat 1. 1, ja. Also da dürfen wir auch nicht mehr allzu lange drauf warten. X-Defiant habt ihr schon gespielt, ne? X-Defiant, ja. X-Defiant, sorry. Ja. Nie gespielt, Beta oder so. Bislang. Ja, ich hab's ja genau verpasst. Also ich hab's runtergeladen und dann war der Teil vorbei. Also diese Beta, die kommt ja jetzt dann auch irgendwann open für alle. Ich hab natürlich vergessen, wann. Das ist nicht mehr lange. Wenn ich mich recht entsinne, aber ich weiß nicht, ob wir das eingetragen haben in unseren Kalender. 21. bis 23. Juni. Ach ja, stimmt, da habe ich auch gesagt, da bin ich im Urlaub. Ah ja, genau. Nächste, also Mittwoch bis Freitag. Was ist das denn in der Woche? Warum macht ihr das denn nicht am Wochenende? X-Defiant, der Shooter. Defiant. Vielleicht gibt es da wieder Free-Release oder sowas. Am Freitag dann. Davor. Freitag davor Free Release? Da verstehe ich nicht. Achso, nee, es geht um eine Beta. Es geht um die Beta nächste Woche, Jay. Achso. Ja. Aber ja, Pre-Release kann natürlich auch sein. Aber nächste Woche ist Mittwoch bis Freitag Open Beta sozusagen. Da freue ich mich ja wieder drauf. Das wird cool, hoffentlich. Also, wenn das so wird wie in der anderen Beta, dann das hat schon Bock gemacht von dem Run-Gun-System her. Ja, das sah halt sehr COD aus. Was ja ganz gut ist. Das ist richtig. Feeling ist immer schön. Man, vor allen Dingen hat sich das viel nach altem COD angefühlt. Oh, nice. Payday 3 können wir uns zumindest mal angucken. Ja. Wie sehr wir da versagen werden. Ein bisschen alt aus, aber ich könnte cool werden. Ich habe niemals Payday, glaube ich, mit euch gespielt. Payday 2 nicht? Gucken wir direkt mal wieder in die Steam-Bibi. Weiß euch aus. Aber das war auch schon lange her. Payday 2 habe ich 7 Stunden gespielt, alles klar.
Habe ich wohl mal mit euch gespielt. Das Krasse ist, dass wir damals, glaube ich, wirklich aufgehört haben, weil wir diese eine Mission einfach nicht geschissen bekommen haben und da echt lange dran rumprobiert auch. Also deswegen, das könnte sehr kritisch werden. Aber mittlerweile sind wir durch Spiele wie, wie hieß denn das nochmal, mit der SWAT da, hier, Ready or Not. Ready or Not. Sind wir ja geschult, deswegen, wir sind viel taktischer unterwegs als früher. Ja, total. Ich habe 14 Stunden gespielt, also du hast tatsächlich ein paar Sachen nicht mitgemacht, Jay. Ja. 2. Ja, das ist halt schon lange her, war damals war bei Hardy noch mit dabei, war. Ja. Da haben wir wahrscheinlich durchgewechselt. Wahrscheinlich, ja. Ja, Baldur's Gate 3 ist jetzt, glaube ich, auch bald Release. Auch im Oktober oder so. Habe ich auch richtig Bock drauf. Das hat sehr Spaß gemacht. Das und ich glaube, vor so anderthalb 100 Jahren. Stunden Ding. Ich glaube übrigens, Final Fantasy nächste Woche wird auch wieder so ein 100-Stunden-Ding. Ne? Ja. Also, ist aber auch okay. Dieses Jahr ist halt insane. Geile 100 Stunden nehme ich mit. Ja, nehme ich auch mit. Schon okay. Aber ich kann nicht alles spielen. Das ist zu viel dieses Jahr. Na, wieso? Du kannst ja nacheinander spielen, du hast doch keinen Stress. Ja, außer kommen immer wieder neue Sachen. Dann werden irgendwann ja Sachen runterfallen. Wenn du das vergisst, ich habe die Seite gerade wieder offen. Ich hatte auf Twitter mal gefragt, ob sowas wie. Jetzt muss ich schon wieder nachgucken, das gibt's ja gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ob sowas wie Letterboxd eine App gibt, da hat man mir gesagt, nicht wirklich. Letterboxd, da kannst du so quasi Profil machen und dann Filme raussuchen und kannst halt sagen, okay, den Film fand ich cool, den habe ich gesehen, den will ich noch sehen und das wollte ich mal für Spiele haben. Und das habe ich jetzt bei backlogged.com gemacht. Ist tatsächlich keine Werbung, keine Angst. Alleine um mal zu behalten, welche Spiele ich dieses Jahr gespielt habe. Also da kannst du halt sagen, irgendwie habe ich gespielt, habe ich durchgespielt, habe ich gespielt, aber irgendwie wieder quasi in die Ecke gehauen und. Da bin ich mal gespannt, was am Ende dabei rumkommt. Dieses Jahr. Ich habe auch eine Notiz. Deck the Lions 3, ja genau. Und das soll auch gar nicht so schlecht sein, habe ich gelesen. Weil der eine Teil, der da irgendwann mal gekommen ist vor ein, zwei Jahren, der war eher so nicht so gut. Aber Jack the Lions 2 ist halt eins meiner Lieblingsspiele ever. Also schwierig für 3, aber wäre cool, wenn er ein gutes Spiel wird. Ja. Ich fand's dann gar nicht so wahnsinnig tragisch, wie das dieses Jahr gelaufen ist mit den Präsentationen, nenne ich es jetzt mal. Media Conferences. Das musst du mir erklären, Peter. Denn ich fand's sehr tragisch. Kommt auf die Media Conference an, ob die tragisch war oder nicht. Weil, die Art also, und Weise der Präsentation ist nicht mehr halt so cool. Überhaupt nicht. Ja, okay, die war scheiße. Also, die werde ich mir nächstes Jahr nicht mehr angucken. Also, das war zwar, wenn wir die nicht zusammen geguckt hätten, hätte ich noch 10 Minuten ausgemacht. Also, das ist doch verschwendete Lebenszeit gewesen. War halt witzig, weil der Rest hier noch da war. Die pre-recordeten. Ja, das hat alles getragen. Die pre-recordeten PKs sind halt auch definitiv nicht so nice wie die Live-PKs. Also, ich habe das Gefühl, dass Ubisoft eine Live-PK war und die anderen nicht. Ja, ja, deswegen hatten die auch den Sound nicht hingekriegt. Und genau, deswegen hatten die Soundprobleme, deswegen hatten die den einen Dude, der da auf der Bühne stand, von dem die Witze nicht gezogen haben. Das war richtig. Ja, aber das ist halt das Lustige. Das ist das, was das alles so ein bisschen auflockert. So die Spieletrailer, die kann ich mir im Zweifel nochmal im Nachhinein angucken. Aber das ist doch das Coole an diesem Happening, an diesem Live-Dabei-Sein. Deswegen ist ja auch der Computerspielepreis halt bei, oder der DCP halt so interessant für uns oder für euch oder wie auch immer. Weil da halt irgendwas passiert, weil interessieren mich die Spiele dahinter, die spielt man nicht. Der DCP ist ja komplett uninteressant, wenn das ein komplett trashfreies Format wäre. Richtig, genau. So, und bei der PC Gaming Show muss ich sagen, das war ein Ticken zu lang, aber so ab dem Punkt, wo nach müde blöd kam, war wieder cool. Ja, Chat Volvi war natürlich super. Davor waren so 30 Minuten, wo ich mir wirklich dachte, Alter, wenn jetzt mein Internet spontan ausgehen würde, wäre nicht so schlimm. Dann müsste ich mir das nicht mehr geben. Und dann würde ich einfach nur so ein WhatsApp schreiben. Ja. Ich versuche gerade alles, was ich kann, während ich so auf die Fritzbox eintrete. Bleib aus. Also pre-recorded Shows hast du halt auf jeden Fall immer bei PlayStation, bei Nintendo, bei Xbox. Das ist mittlerweile halt the way to go. Was willst du machen? Ich verstehe natürlich, wenn man da die alten Zeiten hinterher guckt, sozusagen, aber ich finde,
So, die PlayStation, die Xbox, die Ubisoft, das war trotzdem, ich fand das gut. Ja, als Unternehmen wirst du die Cringe-Momente auch nicht unbedingt feiern und sagen, geil, nee, machen wir nächstes Jahr. Die werden halt auch nicht mehr wiederkommen. So, dass ich das jetzt alles ganz cool fand, war eher aus der Perspektive, dass ich mich abgefunden habe, dass die alte Zeit wird nicht mehr wiederkommen, sondern wie viel wir an Spiele dieses Jahr bekommen, über wie viele Spiele da geredet wurde. Das fand ich alles nice. Das ist auch cool, aber ich finde, man könnte, also der alten Zeit traue ich auch nicht hinterher, aber du könntest trotzdem auch dieses Pre-Recorded-Format deutlich dynamischer, schneller gestalten, mit mehr Sachen. Ich meine, Summer Games Fest, uff, Alter, teilweise sich, keine Ahnung, wie lange anzuhören auf einer Bühne, wenn da irgendeiner steht und mir die Backen voll labert und ich mir denke, zeig Trailer, du. Das habe ich mir auch negativ gemerkt für die nächsten Male, wenn Jeff Keighley zu Beginn sagt, wartet bis zum Ende, das wird der Mega-Shit und dann einfach schon offensichtlich angekündigtes Final Fantasy 7-2 gezeigt wird als Main Event, dann denke ich mir auch so, ja, fuck you. Da hast du mich aber hart overhyped, da werde ich dir nicht mehr glauben, wenn du das nochmal nächstes Mal sagst und dann Final Fantasy 7-3 zeigst. 2. Also ich mag Final Fantasy 7-2, so, da freue ich mich drauf, aber das ist für mich nicht Main Event würdig gewesen, dass das so angehypt wird von ihm. Meiner Meinung nach. Kann ich verstehen. Weil ich es, wie gesagt, bekannt war. Aber bei Sony fand ich, selbst Spider-Man hat den Job nicht gut eingenommen. Ja, aber schon viel Gameplay und so. Sony PK fand ich auch kacke. Da war nichts für mich bei. Ah, die ist ja, schon gut, okay. Länger, ja. Aber nur weil was nicht für mich dabei ist, heißt das für mich nicht immer, dass das kacke ist. Da differenziere ich dann schon. Ich finde auch cool, wenn einfach geile Spiele angekündigt werden. Und da, ich meine, gerade die PlayStation-Spiele sind ja viele eh nicht für mich. Und trotzdem freue ich mich ja auch immer drüber, weil jedes gute Spiel, was es gibt, ist gut für unsere Branche. Ja, aber Spider-Man wird sich doch wieder gut verkaufen. Ja, da haben sich auch viele drüber gefreut. Über Spider-Man war riesig. Ja. Deswegen. Das wird sich auch mega gut verkaufen. Ich meinte damit, dass das der Main-Event ist, ist für mich halt genauso belanglos. Das hätte auch irgendein anderes Spiel sein können. Das meine ich damit. Weil du halt immer hoffst, dass eine neue Überraschung kommt oder irgendwas anderes. Genau. Ah ja, okay. Das ist heutzutage im Zeitalter des Leakens auch, glaube ich, nicht so einfach. Das kommt auch dazu. Tintor, das ist eine gute Frage. Nintendo, machen die dieses Jahr nochmal was? Mit Sicherheit, klar. Noch auch, auf jeden eigentlich, Fall. Eigentlich müssten Pokémon noch angekündigt werden. Oh. Außer die lassen es dieses Jahr aus. Das finde ich halt immer wieder schade, weil, also ich folge allen natürlich auf irgendwie den Social-Media-Kanälen, aber manchmal passiert es halt wirklich, dass dann irgendwer kommt und sagt, jo, heute Abend ist übrigens, keine Ahnung, Nintendo Direct. Ich denke mir so, okay. Cool, dass du mir Bescheid gesagt hast, weil sonst hätte ich das wieder nicht mitbekommen. Und das, ich weiß nicht, das ist irgendwie doof. Und dann sind das immer so 4 im Jahr und jedes Mal immer nur so, ja, hier mal ein bisschen, ne? Und ja, so ein Main-Event ist halt schon irgendwie was Feines, definitiv. Also ich fand zum Beispiel Xbox an sich auch cool. Also ich fand PlayStation cool. Ich fand, das waren dieses Jahr coole PKs. Ich finde, die könnten halt sich ein bisschen bei der Gestaltung der Show nochmal irgendwo von einer PR-Agentur beraten lassen oder so manchmal. Sogar eine PC-Gaming-Show, Alter, ganz ehrlich, ja. Ja. Mir 15 Minuten lang Steine anzugucken und irgendwelche Fickburgen, Alter, leck mich am Arsch. Bitte töte mich. Er hat den Stein gestreichelt. Aber wie oft er den Stein gestreichelt hat. Ja, länger als manche andere ihr Game ankündigen durften. Also, ja, so, und das ist natürlich auf so eine traurige Art und Weise lustig und für so einen Reaction-Stream ist das natürlich dann auch so der Punkt, wieder gefundenes Fressen, aber dann hätte man auch in 45 Minuten bis einer Stunde machen können, nicht auf 2 strecken müssen. Ja, wobei, das ist, glaube ich, ja gar nicht der PC Gaming Show zu schulden. Die sagen einfach, yo, ihr zahlt, keine Ahnung, Betrag X, um eure 10 Minuten dazu bekommen. Reicht uns euer Video ein. So, und die haben sich gedacht, Mensch, das passt ja super in die Atmosphäre von unserem Video, wenn wir da ein bisschen Burgen zeigen, Steine streicheln und einfach mal in die Gegend gucken. Also, weiß ich nicht, ob die PC Gaming schon dann sagt, ey Leute, könnt ihr das mal ein bisschen zusammenkarten? Das Einzige, was noch gefehlt hat, ist wirklich so ein Blick, wie auf dem Turm steht und dann so eine Person, einer der Entwickler, und dann so ein ganz wehmütiger Blick in die Distanz, einfach nur so für 3-4 Minuten. So ein straighter Shot, wo man ihn einfach nur sieht. Nichts wird gesagt.
Wenn ihr an Android hat gerade gesagt, Pokémons werden nervig, immer gefühlt das Gleiche, dann ist vielleicht der Pokémon-Klon was für dich. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Er ist aber schon disqualifiziert in seiner Aussage, weil er Pokémons geschrieben hat, da er halt keine Ahnung von dem Franchise hat. Also, tut mir leid. Also, aber vielleicht heißt auch immer das Gleiche. Ich meine, ganz ehrlich, wenn Pokémon kommt, dann erwarte ich doch auch so ein Spiel. Ich erwarte doch ein Spiel, wo ich mit Bällen Pokémon sammle. Ja, Cassette Beasts, Pokémon, die teilweise 1:1 übernommen wurden und einfach Knarren haben. Das ist ja krank. Palworld, Alter, das ist ein besseres Spiel. Ich freue mich so drauf. Und ich werde oder heißt das Palworld? Ich weiß es gerade nicht. Eins von dem. Nee, Cassette Beasts war das nicht. Ich glaube, es hieß Palworld. Okay, Palworld. Ja, also ich frage mich immer noch, wie man so ein Spiel entwickeln kann, ohne irgendwie Post von Nintendo von der Anwaltschaft zu kriegen. Da sind die eigentlich immer relativ hinterher, aber let's go for it. Ja, das Problem ist halt einfach die Switch bei dem Spiel. Und dann das Entwicklerstudio, was auch ziemlich beschissen ist mittlerweile. Also Game Freak oder wie die heißen. Die machen leider keine gute Arbeit. Also Nintendo sollte die mal ersetzen. Ja, oder mal so ein bisschen ersetzen. Ja? Ein bisschen hinterherhängen, weil das sind ja wirklich nicht die Qualitätsansprüche, die Nintendo an sich selber stellt eigentlich. Denke ich mir auch. Aber was aber qualitativ sehr geil aussah, war Mortal Kombat. Ja. Das war ja. Das hat mich komplett geflasht, das Spiel. Ja, aber das Problem ist, man hat, finde ich, Mortal Kombat selten auf dem Schirm, obwohl es das meistverkaufte Beat'em-up-Game ist und es sieht halt zu den letzten Teilen jedes Mal richtig geil aus. Das ist richtig. Und aber dann vergisst man das wieder. Ja, aber das liegt auch daran, dass wann spielst du mal ein Beat'em-up in deiner Freizeit? Ja, das stimmt. Also generell das Genre. Aber bei Mortal Kombat habe ich immer viel gespielt. Ja. Ja, weil die hatten meistens einen Singleplayer-Teil tatsächlich auch dabei, außer yo, geh mal und spiel gegen den Computer und dann bist du wieder im Hauptmenü. Das stimmt, vom letzten Mortal Kombat habe ich auch den Singleplayer durchgezockt. Also, aber ich muss nachher kurz ins Telefon. Da hatten die viel bei, auch so, weiß noch, Deception, da hattest du noch so einen riesen Friedhof und jeder Grabstein konntest du dann irgendwas freischalten. Und dann hatten die dieses Mod, das war das Beste, bitte. Liebe Mortal Kombat Leute, nach Mortal Kombat 1, das ist schon fertig, ne, deswegen wird das jetzt nicht mehr. Aber dieses Mortal Kombat Tetris gegeneinander, das war das Beste, bitte macht das nochmal. Weil du hast einfach Tetris oder so gegeneinander gespielt, während sich unten deine Figürchen mit so großen Köpfen gekloppt haben und sich dann auch in so Fatalities und so reingehauen haben. Das war richtig cool. Kommen wir noch zum Abschluss. Also einen Abschluss noch. Ich fand, es wurde qualitativ doch sehr viel angekündigt. Und so durchweg fand ich jetzt, war keine, außer die PC Gaming Show von der Präsentation, aber war keine irgendwie Show-Kacke. Das die waren halt gut und weniger gut. Ja, genau, ich bin da ganz bei dir. So, und die Sache ist auch die, wenn man da hingeht und sagt, das ist Kacke, was erwartet man eigentlich, ist so die Frage. Und ganz viele von den Spielen Gameplay? Kann man im zweiten, Gameplay auf jeden Fall, ey. Leck mich doch mal. Also, ja, da stimme ich dir zu, aber ich meine trotzdem, du hast so, selbst wenn da so eine Reihe von Titeln angekündigt wird, die grandiose Titel sind, aber die nichts für dich sind, ist für viele dann die PK scheiße. Ja, das stimmt. Aber das ist ja immer so, also subjektiv wird da immer gedacht. Ja, das war sozusagen die E3, die nicht mehr gibt, 2023. Ja. Ist Jay jetzt weg? Er muss noch Telefon. Okay. Telefon. Eine Frage würde ich noch von Basti nehmen. Okay. Pass auf, wenn ihr von heute auf morgen nur noch Free-to-Play-Titel spielen dürftet, zu welchem Spiel würdet ihr als erstes tendieren? Bei mir wären es entweder Deltarune von Toby Fox oder Team Fortress 2. Boah, ich hab gar nicht auf dem Schirm, was alles. League of Legends oder Call of Duty? Ja. Overwatch 2 ist auch Free-to-Play. Also einige, also Fortnite. Ich spiele auch noch ein bisschen hin und wieder mal AFK Arena. CSGO ist Free-to-Play? Ja, mittlerweile schon. Oh, hallo? Oh, nice. Path of Exile ist auch Free-to-Play. Okay. Also, gibt schon eine Menge. Ja, Apex? Jo, ist auch Free-to-Play. Also, ich glaube viel natürlich, also auf der einen Seite im Handybereich und auf der anderen Seite im Battle-Royale-Bereich. Ja. Ist sehr viel Free-to-Play. Oder du hast halt die MOBAs. Die sind auch Free-to-Play meistens. Das oder MMOs.
Die Frage war, wenn du nur noch Free-to-Play-Spiel spielen dürftest, was würdest du nehmen? Wahrscheinlich sowas wie Fortnite oder CS. Ja. Das, was halt gerade da ist. Das ist geschummelt, Edu. Alles, was Epic jeden Monat als gratis Spiel bringt, das ist ja reingelegt. System ausgedribbelt. Wobei, stimmt, Path of Exile geht natürlich auch, weil dann habe ich ja auch die Zeit, das nur noch zu studieren. Ja, das stimmt. Und dann habe ich vielleicht nach 5 Jahren auch irgendwann den Abschluss, wie mein Tiermedizin-Abschluss. Ja, ja, ist das so kompliziert, Path of Exile. Ja. So ungefähr, oder? Path of Exile Doktor. Ungefähr. Ja, wusste ich gar nicht. Ja, dann das Basti, das war's, Basti, für deine Frage, nicht das Basti. Und das war's dann auch mit dem Petecast 386 für diese Woche. Nächste Woche werde ich nicht da sein, da wird dann der Rest hier sitzen, dann bin ich im Urlaub und dann kriege ich hoffentlich die Urlaubssitze alle ab. Das war's. Schönes Wochenende. Fahrt vorsichtig, sagt Bram immer. Hupen und immer wichtig. Hupen sind wichtig. Immer hupen. Tschüss. Tschüss.